Hallo? Ist das jetzt euer Ernst? Mr. Morgan, how are you? Ja, well, sir. Genau wie gestern. What are you working on? Do you know anything about alligators? Only the basics. Avoid them wherever possible. Well, did you know that in the last 50 years, we've killed 90%? You say that like it makes you sad. They're beautiful creatures. Let's see how you speak when one of them's got you in a death row. Yes, I will make some creature a very happy lunch one of these days. Let's try and avoid that from happening today, hmm? Well, you stay there, you'll get a great shot, then you'll get eaten. What a way to go. Why don't we take this boat out, and I'll protect you. Come on, get in the boat, he'll be fine. Well, if you really think that's necessary. You carry on shooting from that bank, you're gonna wish them wolves had eaten you. Really? Yes. The 10% have survived. They're the nasty ones. All right, then. I saw a movement to the north of us. Oh, and to the west. Oh, and to the northwest, there. West in it. Probably where we should look. Let's go look, then. When we find one, line me up so I can get the shot. I'll try. But don't get too close. You'll scare them away. Close, but not too close. Got it. Noch sehe ich aber keinen. Last year they brought 10,000 skins out of the swamps of Lemoyne alone. Well, the gators got some catching up to do. Rechts, glaube ich, hängt was. Trunks, shoes, boots, belts, Bibles even. They'll make anything out of gator leather that the market desires. And all a gator's gonna do with your leather is eat it. Maybe chew on it a while. Right. Right. There, in the canebrake. That's a likely spot for one. Take us around the island until we see something. Okay. There, in the channel. You see its head? Poking up there. Line us up to it. Closer now. Closer. Excellent. Beast in repose. All is calm as the predator lurks. All right, now. The other spots were northwest and northeast of here. You know, in the season, there are more alligator hunters down here than alligators. Maybe you can take a photograph of one of them, then. Very droll. There was even a tour company that let excursionists shoot from the deck of a paddle steamer, chugged up the waterways and turned whole bayous into mud. Thankfully, the state legislator put a stop. A paddle steamer, huh? Now, why didn't we think of that? Ach, der meint mit Nordwesten wahrscheinlich gar nicht Nordwesten von uns, sondern auf der Karte. What? They found some big bulls in these parts. Surely they did. There's 20-foot gators here and us two idiots are sitting in a 12-foot skiff? No. This is in the 70s, 80s. All the really big gators have been hunted out and killed. More the shame, I say. It's terrible. Ain't shame to this rowing fool who values his arms being attached to his body. It's them or us. Especially with the big ones. Wie ins Alligatorgebiet. Ich denke, ich soll noch hier. Och, Leute. I didn't see any movement over here. Steady on! This one's over there.
Yes, yes, there. Oh, no, he's gone. Ah! Can you stop the boat just there, off the island? Sure. But we stop too long, locals are gonna start getting curious. Just there, please. So I'm facing the landmass. Right. Now look, there's an alligator back in those palms. Could you run in there and coax him out? Coax him? Please, he's quite something. If I could take that fellow's likeness, it might... Hä, ich komme nicht weiter. It might just save him from the taxidermist. Fine. Turn us around, so I'm facing it, please. Nach Westen. Maybe I want this monster stuff. Nähere dich dem Alligator zu Fuß. That's the spirit. Out you go then. Get him to notice you and then turn tail and run. If I'm eating, I hope he eats. Keep going. Through the palms. Oh, it disappeared toward the back of the island. You'll be fine. Just don't step on it. Ja, ja. Sonst hat er keine Probleme. Ich nehme mal lieber vorsichtshalber noch was in die Hand. Got some juicy fat humans for you to eat. Come on, you big dozy lizard, rouse yourself. Oh, here, Gator. Oh, he's awake. See him back here, quick. I hope you're slow. Quick, jump in the boat. In. Got him. What a specimen. Nearly got him eating me. I don't know what I'd do without you, sir. I really... Oh, gosh. If we investigate the area to the east, we can call it a day. Wollt ihr mich verarschen? Mein Herz. Sind das Wildschweine? Oh, look! On that little beach! Boars! If we're in luck, an alligator won't be far away. Saving alligators, but you don't mind that pork chop getting butchered. Pork chop isn't in danger of extinction. Oh, man. Glory and cruelty. Could have been you if you stayed on that bank where I found you. Don't. We can congratulate ourselves on a job well done, Mr. Morgan. You see something I don't? Why are we stopped? Wo soll ich denn hin? Take us back where we began. Anyway, I hope you got something worth printing. Dann müssen wir aber The nation will see these beautiful beasts for what they are. Killing machines? No. Well, yes. Maybe that's not a bad thing. This is America, after all. We hold a love for killers that borders on macabre. Loving killers is part of our makeup. Maybe. But usually we wait until after they're dead. Well, I hope we've changed. Me too. Ah, yes. Doctor here. Just pull up to the bank. That should do it. Yes. These pictures you're taking. Yes. They gonna be any good? I certainly hope so. Though I doubt it. The subject is magnificent. The backdrop, jaw-dropping. But the agent of beauty is a talentless fool. Although maybe I'll strike a few lucky shots.
You sure do make me laugh that way you talk about yourself, Mr. Mason. Well, I'm good for laughing at, if nothing else. I didn't mean it like that. I know. Still, I feel such a fool around you, sir. Don't worry about it. Oh. I foresaw many an ignominious future for myself, but never damsel in distress. Good luck, Mr. Mason. Thank you, and to you too, sir. Try and stay out of trouble. I shall certainly try. Ja, damit haben wir dann auch diese Mission abgeschlossen. Die war nicht ganz so nervenaufreibend letztendlich, wie ich befürchtet hatte. Ich habe jetzt echt gedacht, uns greift jetzt irgendeins der Viecher an oder so, wenn er so schön sagt, dass er mit reingeht ins Boot, um ihn zu beschützen. Das war zum Glück nicht so. Finde ich auch mal ganz entspannend so zwischendurch. Mal schauen, was wir im nächsten Video haben. Diese Serie ist, denke ich, auch noch nicht zu Ende. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, wir werden dann wohl mitbekommen, dass er uns dann irgendwie über den Weg läuft und sagt, er hat ein Buch erstellt oder... also er wollte ja, glaube ich, ein Buch mit seinen Fotografien machen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mal schauen. Ich bin wirklich gespannt, ob und wann er uns das nächste Mal wieder über den Weg laufen wird. Dieses Video ist auf jeden Fall erstmal zu Ende und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ich habe hier eine Hütte gefunden und da man ja nie weiß, was mit den Hütten ist, es kann ja auch sein, dass irgendwelche Bären einem plötzlich entgegenspringen, habe ich jetzt nochmal kurz gespeichert. Ich wollte eigentlich von hier aus großläufig, oh, das wäre sowieso nicht aufgegangen, der Plan, weil hier alles Berge sind, sehe ich gerade, großläufig hier mal mich umschauen. Ich bin jetzt hier oben in Watsons Cabin, glaube ich, heißt das. Und genau hier habe ich jetzt das Haus gefunden, über dem Creek River. Mal schauen. Achso, halt. Falls doch ein Bär dabei sein sollte, möchte ich auch entsprechend Munition dabei haben. Obwohl, hier scheint jemand zu leben, oder? Oh, ich höre jemanden... Ich höre jemanden husten. Ich glaube, die arme Dame ist krank. About damn time. They said you'd be through 2 days ago. Okay. Leave what you got in the cellar and be on your way. My guts give me hell and I ain't in a sociable mood. Okay, kein Thema. Which one are you again? Walker? Wheeler? I don't know. All you boys look the same these days. I ain't sure what you want from me, lady. Are you dead in the head, boy? Put the loot down in the cellar with the rest of it. Is that clear enough for you, you dumb yak? Through the back there. No meddling. Bitte? Hey, what's taking so long down there? Okay. Stop poking around and get back up here. Halbautomatische Flinte habe ich jetzt hier gefunden. Okay. Kann man hier anscheinend nichts mehr mit... Na, doch, da.
Ich weiß ja nicht, ob die alte Dame das mitkriegt. Wobei die alte Dame irgendwie einen sehr seltsamen Eindruck macht. Oh, die scheint noch 4, ja, Söhne oder so zu haben. Okay. Wait a second, Nat. Now that's a worse mistake you could ever make. You think you can steal from me? You got no idea of the pain coming your way. Uh-huh. Let me give you some advice. Turn around. Walk out of here. Get far, far away. I said, get the hell out of my house. Now! You son of a bitch! I'm just gonna take what I need, lady, and be on my way. Take that, you son of a bitch! Wieso kann ich die denn nicht erschießen? Boah, mach es doch einfach. I'm gonna find my sons. They'll skin you alive when I tell them what you done. Ich hau jetzt einfach mal ab. So. So, ihr Lieben, man hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass bei dieser Hütte hier oben, wo wir zuletzt waren, eigentlich ein goldener Ohrring sein soll. Ich habe aber alles komplett abgesucht und ich habe keinen goldenen Ohrring gefunden. Allerdings hat mir jemand anderes gesagt, dass dieser goldene Ohrring beim ersten Mal, wenn man diese Hütte betrifft, wohl nicht spawnt, sondern erst, wenn man ein zweites Mal dahin kommt. Dann sollen wohl aber auch mehr Gegner da sein, beziehungsweise beim letzten Mal hatten wir ja quasi gar keine Gegner. Deswegen werde ich da jetzt nochmal hinreiten. Ich schaue auch mal genau da hinten. Das sieht mir irgendwie so nach Banditen aus. Ich bin mir nicht sicher, da kann ich dann später auch nochmal gucken. Ich schaue auf jeden Fall jetzt nochmal da vorbei und hoffe natürlich, dass wir einen goldenen Ohrring da finden werden, weil der nämlich auf der Liste stand, wo wir schon zwei andere Sachen für haben, für ein Amulett. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, den erstmal hier stehen lassen. Nein, du sollst dich umdrehen. Wenn da aber wirklich mehr Gegner sein werden, möchte ich nämlich ungern ohne Waffe da reingehen. So, das ist das Normale, genau, okay. Und die nehme ich erstmal. Sei denn, dass die weiter wegstehen, dann nehme ich das Gewehr. Achso, weil er... Hä, wieso hat jetzt beides in der Hand? Noch sieht es ruhig aus. Aber der Schein kann natürlich trügen. Okay. Okay. I want a new place. I got everything I need right here. How many times, Elijah? Shut your mouth before I shut it for you. We got a visitor. Kannst es ja mal versuchen, blöde Kuh. So, haben wir den jetzt geplündert? Ja, sehr schön, $4. Also, zumindest... Da ist noch jemand drin. Das waren dann jetzt aber 5 Personen oder lebte der eine jetzt noch? Hä? Okay.
Also ich hoffe mal, da sind jetzt keine weiteren Überraschungen mehr. Hier sind noch mal fast 5 Dollar drin gewesen. Ja, und das Tier ist zu stark verwest. Okay. Das interessiert mich jetzt im Moment allerdings eher weniger. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Nee, also es ist zwar eine... Doch, jetzt kann ich die Kiste anvisieren. Ah, Geld! 73 Dollar. Ja, das ist doch super. Wir plündern den hier mal. So, dann schauen wir hier mal komplett durch. Wenn das ein Ohrring ist, müsste es doch eigentlich irgendwo hier im Schlafzimmer liegen, oder? Nee, Fotografie. Kann ich jetzt die Schublade nicht mehr öffnen? Hm. Hier ist... Ne? Ah, da war gerade was mit öffnen. Ah, na komm, komm. Du hattest doch gerade irgendwas mit öffnen da stehen. Oder hat es stand ja nur aufheben. Hm. Okay, die Truhe können wir nochmal durchsuchen. Die haben wir letztes Mal auch schon durchsucht. Ah, nochmal 2,20 Dollar gefunden. Konnten wir hier nicht auch was öffnen? Ja, ist nur Truhe schließen. Was ist denn hier mit Schublade? Schrank durchsuchen. Ich wollte eigentlich den Nachttisch durchsuchen. Nichts gefunden. Oh, es ist blöd mit dem Anvisieren hier. Nee, ich wollte mich jetzt nicht... Vielleicht ist der Schmuck ja auch unten. Das kann natürlich auch sein. Ich habe jetzt nur gedacht, naja, Frauen und Schmuck. Vielleicht liegt das Ganze ja hier oben irgendwo im Schlafzimmer. Aber vielleicht ist das ja auch eine Beute. Aber ich sehe hier so nichts. Ich weiß auch nicht, ob der einfach so dazwischen liegt oder am Funkeln ist. Jetzt habe ich nochmal eine halbautomatische bekommen, oder wie? Aha. Ich will aber nicht noch eine. Okay, hier unten scheint auf jeden Fall nichts zu sein. Hm. Ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwas verbuggt ist. Kann man denn hier noch irgendwas? Schublade durchsuchen. Ach, jetzt kann ich die Schublade durchsuchen. Ihr seid ja lustig, Leute, ehrlich. Was ist das denn? Goldener Ehering. Ja, das ist auch nicht schlecht. Aber ich suche manchen goldenen Ohrring. Ich kann ja auch nichts anderes anvisieren. Aufheben fremde Person. Das Bett irgendwie durchsuchen oder sowas. Truhe schließen. Der Truhe liegt anscheinend auch nichts mehr drin. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Schrank durchsuchen. Da ist viel Dosengemüse drin, aber nichts, was wir... Was wie Schmuck aussieht. Hm. Ja, also der Tipp, dass beim nächsten Mal die Jungs da sind, war sehr gut. Dass hier ein goldener Ohrring liegt, aber wohl eher schlecht. Weil ich hier nämlich keinen finden kann. Hm. Tja. Da ist ein Hühnerstall. Da werden wir wahrscheinlich so nicht rein. Aber die werden das ja nicht da ins Scheißhäuschen irgendwie reintun. Das ist nur der Hühnerstall und das liegt aber auch nirgendwo hier draußen oder so, ne? Das ist irgendwie... Naja. Also ja, entweder ist es jetzt wirklich verbuggt, das weiß ich jetzt natürlich nicht, oder ich finde ihn einfach nicht, bin zu blöd dafür, keine Ahnung. Falls ihr da irgendwie einen Tipp habt oder so, dann wäre das ganz toll, wenn ihr mir das in die Kommentare reinschreiben könntet.
Ich schaue in der Zeit mal eben nach den Hühnern. Die sind gut. Oh, das ist makellos. Okay. Ein Bogen mit kleinen Wildpfeilen, um einen sauberen Schuss zu erlangen. Ja, den Bogen habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Ja, nehmen wir mal die Pistole, würde ich sagen. Es ist nicht mehr ganz so makellos, schade.